Kennt ihr das? Wenn der Wecker so richtig derbe früh klingelt. Nicht, weil ihr zu Malochen müsst oder so, sondern weil ihr zu einer geilen Tour müsst. Das feiere ich ja unnormal, ne? Und das Geile ist, es ist eigentlich kein Mensch auf der Straße. Wollte ich gerade sagen, bis auf die Kollegen, die hier zum Gottesdienst irgendwie gehen. Und die Autos, die mich gleich überfahren wollen. Oh, irgendwie ist das echt eine geile Sache. Weil, habt ihr schon jemals für eine gute Tour verschlafen, egal wie früh es war? Das ist doch eigentlich unmöglich, oder? Man kann nicht verschlafen. Das ist die Nicht-Verschlafen-Theorie. Und die Frage ist, wenn man zu irgendwas guten, wichtigen, also wichtigen Terminen, zum Beispiel beruflich oder so muss, muss man sich, glaube ich, einfach vorstellen, dass man eine geile Tour fährt. Dann kann man nicht verschlafen. Das ist unmöglich. Kennst du das, Prof? Oder fährst du immer schön so um 12 Uhr auf Tour? Ich würde mich freuen, mehr von dir zu hören, Prof.